Ich habe Armin gerade mal gefragt oder eure Ergebnisse vorgestellt. Wir haben ja im Chat gefragt, wären Sie oder wärt ihr lieber Indianer oder Cowboy? Es ist echt immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie spielt ihr Cowboy? Ihr spielt den Lone Ranger. Ich hoffe, ich konnte einige eurer Fragen stellen. Wir machen natürlich weiter im Chat. Gerne bei Bild.de weiter eure Fragen stellen. Jerry Bruckheimer ist auf dem Teppich. Gore Verbinski sehe ich hier auch, den Regisseur. Hoffentlich kriegen wir sie auch noch ran. Und können eure Fragen stellen. Ich lese mal einfach ein bisschen vor, was hier an Fragen reinkam. Wie findet er Berlin? Johnny Depp wird sicherlich an alle gestellt. Ich finde Berlin natürlich super. Ich habe Armin dann gefragt, ob er hier gerne drehen würde. Würde er gerne. Ich übergebe mal an Steve und schaue, wen er gerade an seiner Seite hat. Ja, du hast eben ganz viele Stars abgezählt auf dem Teppich und er ist immer noch da, auch wenn manchmal sagt man Tschüss und dann kommen die Leute wieder, was das Schöne ist bei Dennis. Genau, du bist ein Boomerang, den man ganz kurz wegschieben wird. Aber da überfreuen wir uns. Dennis, ihr habt es schon ein bisschen gequadert, aber es gibt eine ganz spannende Geschichte, von der wir beide gehört haben. Und zwar hast du Shirley MacLaine getroffen. Ich meine, das ist ja nun mal eine Movie, eine Film-Ikone. Erzähl doch, was ist da passiert, weil das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Ja, also so, Eckes Handecker, Filmproduzent aus München, will Jim Knopf und Lukas zum Lokomotivführer drehen. Und Shirley MacLaine spielt in diesem Film Frau Mahlzeit. Ach, klar! Also ein animierter Drache, der aber sozusagen ihr Gesicht bekommt und natürlich ihre Stimme. Und ich bin für einen Regiekollegen eingesprungen, der verhindert war, und bin nach Australien geflogen und habe mit ihr 3 Tage Sprach und eben diese Filmaufnahme gemacht. Das ist sehr lustig. Aber ich meine, Frau Mahlzaun und Shirley MacLaine kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Weil ist die denn, also die spielt jetzt auch Downton Abbey mit, eine großartige Serie, die finde ich fantastisch, und sie ist einfach gut. Aber hat sie so ein bisschen diesen Touch, so der Diva, also das ist so, also die wirkt ja manchmal auch im Kostspiel so, als wenn du denkst so, naja, da kriegst du richtig Ärger, wenn du der mal irgendwie quer kommst. Geraucht hat, wenn wir getrunken haben, das war eine Sensation. Und so nach 1-2 Cocktails abends hat sie dann auch ein paar Geschichten ausgepackt. Ich habe natürlich gewartet, Shirley, eine Sache müsst ihr mir beantworten. JFK und Marilyn Monroe, das ging mir jetzt so genau, sie haben natürlich durch, habt ihr einander vorgestellt. Da ging bloß nicht so viel, weil du weißt... Das musst du dir mal vorstellen. Sag, ich weiß ja, die kennt ihr, die Brüder sind beide im Weltkrieg. Oh, da ist ja noch ein Johnny. Guck mal, für den Johnny, für den jungen Johnny. Mr. Hammer! Ich verabschiede mich jetzt von dir und von der Hüsten beiden. Liebe Fans, bleiben auf jeden Fall in der konzentrieren Sie sich gleich mal unten auf dem Balkon, dann könnt ihr die Antwort schreiben und jauchzen. Und es gibt auf jeden Fall noch Tickets, T-Shirts und Kabelhüte. Genau, die werden jetzt verteilt. Viel Spaß euch auch.